Moin Moin und Glück auf. So Leute, die Jungs, die sind heute nicht da, das seht ihr selber. Die kommen aber gleich zum Essen und ich dachte, ich begrill die heute mal. Und wie kann man den Baconholikern am besten eine Freude machen? Natürlich mit einem schönen Schweinebauch. Ich hatte in den letzten Wochen schon mal so ein bisschen damit rumexperimentiert und ich möchte heute die perfekte Kruste auf diesen Bauch zaubern. Und ob das was wird, ja, das schauen wir uns jetzt mal an. Den Grill habe ich hier schon vorgeheizt. Wir können den Bauch mal zusammen auflegen, schön im indirekten Bereich, und lassen ihn jetzt eine Stunde darauf. Und jetzt könnt ihr euch mal angucken, was ich so an Vorbereitungen getroffen habe. Viel Spaß! Alles klar, Leute. Die Reise unseres Bauches beginnt eigentlich einen Tag vorher. Ziemlich exakt 24 Stunden vorher habe ich mir den Bauch geschnappt. Und jetzt fange ich an, die Haut einzuritzen. Und das so ungefähr in der Breite oder ziemlich genau in der Breite, wie ich später auch die Scheiben davon abschneiden möchte. Das mache ich dann im Schachbrettmuster, sage ich mal. Auf gar keinen Fall in so einem Karo-Muster, weil das dann, ja, dann könnt ihr das am Ende nicht mehr so schön schneiden. Wenn ich damit fertig bin, dann wird das Ganze ordentlich gesalzen und geht über Nacht in den Kühlschrank. Jetzt haben wir knapp anderthalb Stunden, bevor die Gäste kommen. Wir nehmen den Bauch mal aus der Schale und dann sieht man auch schon, dass der richtig Wasser gelassen hat. Also die Haut, die verliert durch dieses Salzen halt sehr viel Flüssigkeit und dadurch wird die Kruste am Ende richtig schön kross. Wir schnappen uns den Bauch jetzt und dann wird der mal abgewaschen, weil ansonsten ist die Haut einfach zu salzig, das schmeckt nicht. Im Anschluss tupfe ich den Bauch schön trocken von beiden Seiten und dann wird er gewürzt. Ich nehme dafür einfach unser Magic Dust, das habe ich noch da gehabt und das schmeckt einfach zu allem. Ne? Achtet darauf, dass ihr alle Seiten gut würzt mit dem Magic Dust. Ja, außer halt die Hautseite, ne? Das ist ja wohl klar. Da mache ich jetzt noch ein bisschen Meersalz drauf, damit, ja, wir haben ja gerade das ganze Salz abgewaschen und damit er doch noch ein bisschen Geschmack hat. Die Kruste. Freunde, ihr seht schon, es geht endlich ab am Grill. Ich habe mir mal so ein paar richtig dicke Holzkohlestücke rausgesucht, die dicksten, die ich hatte in dem Sack, und habe die im hinteren Teil verteilt. In meinen Anzündkamin kommt ungefähr eine halbe Lage an Kohlen rein und der wird jetzt erstmal durchgeglüht. Boah Leute, ist der Anzündkamin schon wieder am Qualmen. Wenn euer Anzündkamin immer genauso qualmt, dann lasst uns mal einen Daumen oben da. Der Anzündkamin ist jetzt durchgebrannt und den verteile ich jetzt auf diesen dicken Holzkohlescheiten. Der Hintergedanke ist eigentlich dabei, dass der die Holzkohlebrocken da hinten so langsam anmacht und sich über die Dauer des Grillens eigentlich immer mehr Hitze entwickelt. Ich mache den Grill jetzt nochmal zu und lasse den erstmal ordentlich aufheizen. Nach gut 10 Minuten mache ich den Grill auf und dann wird der Grillrost nochmal ordentlich sauber gemacht. Da klebt noch allerlei Rückstände vom letzten Grillen dran. Wie ich den Bauch auflege, habe ich ja euch schon in der Anfangssequenz gezeigt. Hier nochmal das Setup. Also der Bauch liegt jetzt indirekt und ich habe eigentlich alle Lüftungsschieber auf volle Pulle offen. Unsere gesamte Grillzeit beträgt eine Stunde, aber nach einer halben Stunde gucken wir schon mal drunter und wenden das Ding nochmal. Die halbe Stunde ist um und boah, der hat schon ordentlich Farbe gezogen. Ich wende jetzt nochmal so, dass die andere Seite Richtung Flammen liegt und dann kann er die andere halbe Stunde nochmal auf den Grill verbringen. Ja, die Stunde ist um und Leute, ist ein bisschen schwatt geworden, das Ding, ne? Scheiße, das hat die letzten Male besser geklappt. Aber sieht auf jeden Fall knusprig aus und der wird auch bestimmt lecker sein. Ja, so vom Namen betrachtet sieht der Bauch eigentlich doch ganz geil aus, ne? Der ist auf jeden Fall auch fertig, der war jetzt eine Stunde auf dem Grill und da braucht man keine Kerntemperatur oder sonst irgendwas messen, der ist einfach gut. Der kann auch nicht trocken werden, wenn man den mal ein bisschen zu lange drauf hat, da hat man eigentlich gar keine Probleme mit so einem Stück. Leute, guckt euch das an, ich meine, das sieht schon geil aus, ne? Also der ist richtig schön knusprig am Rand und innen ist der mega saftig. Die Leute waren alle begeistert, den probiert haben und ja gut, das kriegt man noch ein bisschen schöner hin mit der Kruste, aber lecker war es alle Male. Wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, lasst uns gerne ein Abo da und über einen Kommentar würden wir uns auch immer freuen. Bis die Tage, euer Kohle und Stahlteam.